glaube, wir fangen langsam mal an. Es kommen sicher noch ein paar Leute. Ich weiß nicht, ob die auf der linken Seite vielleicht können ein bisschen reinrutschen für die, die nachher noch kommen. Oder auch nicht. Das wäre lieb. Dann stört das ein bisschen weniger, weil es kommen sicher noch ein paar andere. Also da in dem Raum findet jetzt Talk «Keine IT-Sicherheit ohne freie Software» statt. Ich schalte noch ein bisschen auf Hochdeutsch, weil das ist die Veranstaltungssprache für euch. Über den Referenten, der Max Mehl ist Projektleiter bei der Free Software Foundation Europe, FSFE, und koordiniert Initiativen im Bereich Politik, Öffentlichkeitsarbeit zur Lizenzierung, ist aber auch häufig im virtuellen Serverraum der FSFE zu finden. Über den Vortrag: IT-Sicherheit ist eines der wichtigsten globalen Themen der letzten Jahre. Trojaner legen Krankenhäuser lahm und wegen Sicherheitsbedenken bei Huawei kommt der 5G-Ausbau weltweit ins Stocken. Mit der IT-Sicherheit ist einiges im Argen, was auch die inflationär entstehenden Cybersecurity-Behörden und Zentren beweisen. Ich hoffe, ihr freut euch auf diesen Vortrag. Ich denke, das ist sehr wichtig, immer wichtiger, die freie Software. Ich übergebe das Wort. Danke. Super, vielen Dank für die Einleitung. Es freut mich sehr, hier zu sein. Es freut mich, dass ihr hier seid, vor allem angesichts der relativ starken Konkurrenz in demselben Slot. Freut es mich sehr, dass ich doch so viele Leute hierher gezogen habe. Es freut mich aber auch sehr, weil ich aus Konstanz komme, in Konstanz lebe und durch diesen wunderbaren Kongress die Chance habe, dem Fastnachtstrubel ein bisschen zu entgehen. Das ist wirklich, vielen Dank. Ich wurde ja schon eingeleitet. Mein Name ist Max Mehl. Ich arbeite für die FSFE, Free Software Foundation Europe, bin da Programmmanager. Und heute soll es so ein bisschen um dieses Spannungsfeld gehen, IT-Sicherheit und freie Software. Das ist ja nicht ganz intuitiv. Man würde ja vielleicht Sicherheit eher so als was Verschlossenes sehen, Geheimhaltung. Und freie Software an sich ist ja was relativ Transparentes, was Offenes, Kollaboratives. Wie passt das eigentlich zusammen? Und jetzt in den kommenden Minuten versuche ich dieses Spannungsfeld so ein bisschen zu erläutern, die verschiedenen Aspekte reinzubringen und dann zu sagen, wie freie Software denn zu IT-Sicherheit beitragen kann, beziehungsweise erstmal, was sind überhaupt freie Software und was sind IT-Sicherheit? Aber zuerst ganz kurz was zu freier Software und vor allem zur FSFE. Wir sind ein gemeinnütziger Verein, der sich dafür einsetzt, dass Menschen Technik, Technologie selbstbestimmt nutzen können. Im Englischen schön gesagt Control Technology, also Kontrolle über Technologie. Dafür setzen wir uns seit 2001 ein. Aber was bedeutet das denn, so Technologie kontrollieren? Warum denn überhaupt? Und da nehme ich immer so gern diesen Cartoon zur Hand von XKCD. Das ist versinnbildlicht und sehr vereinfacht natürlich die US Nuclear Chain of Command. Also wie funktioniert das in den USA, wenn irgendwie Nuklearwaffen eingesetzt werden sollen? So, das ist so, wie sich die meisten Leute vorstellen, so ein klassisches hierarchisches Diagramm. Unten sind die Combat Commanders, die werden angeführt vom Secretary of Defense, also von der Verteidigungsministerin oder dem Verteidigungsminister. Und oben drüber entscheiden darf der starke oder die starke Präsidentin, ja, idealerweise vom Volk gewählt, mehrheitlich. Da denken jetzt alle, so funktioniert das, so sollte es eigentlich funktionieren. Wenn wir jetzt allerdings in diese ganze Gleichung so ein bisschen das Analoge rausnehmen und das Technische mit reinnehmen, also schauen, was spielt in diesem Diagramm Technik für eine Rolle? Sieht es doch eigentlich so aus, oder? Wir haben über dem Präsidenten den Ingenieur oder die Ingenieurin, die den sinnbildlichen roten Button, den Red Button installiert hat, auf dessen Druck die Nuklearwaffen losfeuern. Ist das nicht eigentlich komisch, dass dieser Ingenieur, wer hat den eigentlich gewählt? Also das steht ja in diesem auch wieder vereinfachten Sinnbild darüber, dass der über dem gewählten Präsidenten steht und eigentlich mehr die Kontrolle darüber hat, weil dieser Button, der könnte ja auch was ganz anderes tun oder einfach nichts tun. Ist das dann demokratisch? Und wer hat dann die Kontrolle quasi über diese Technik? Und das ist so diese Frage, wo sich freie Software anknüpft. Denn wie wir Technik kontrollieren oder wie das funktionieren soll, dafür ist unsere Lösung, und da haben wir sicherlich viele Leute, die uns da zustimmen, freie Software.
So, freie Software habt ihr vielleicht schon gehört, hoffentlich mal. Vielleicht seid ihr auch deswegen in dem Vortrag. Trotzdem hier eine kurze Zusammenfassung nochmal. Freie Software definiert sich über vier Grundfreiheiten. Vier Freiheiten freier Software. Dieses Konzept gibt es schon seit den 80ern. Und die gehen wir jetzt einmal einfach durch. Die erste Freiheit, die freie Software mit sich bringt, ist die Freiheit, Software für jeden Zweck zu verwenden. Und wirklich für jeden. Also egal, ob es im privaten Umfeld ist, also wenn man einfach nur zu Hause irgendwas installieren möchte, oder in der Universität, also für akademische Zwecke, oder auch in der Firma, um Geld zu verdienen, oder als multinationale Firma, auch das, vielleicht auch was für was Böses oder für was Gutes. Für jeden Zweck kann man freie Software verwenden. Das heißt, es gibt niemanden, der uns vorschreiben kann, wie wir Software zu verwenden haben und damit einhergehend Technik. Die zweite Freiheit ist die Freiheit des Verstehens. Das heißt, wir als Nutzerinnen und Nutzer müssen in der Lage sein, Software zu verstehen. Das funktioniert meistens darüber, dass wir Zugriff auf den Quellcode haben, also quasi auf das Rezept, wie Software, wie ein Programm funktioniert. Das heißt, wir selbst oder Menschen, die sich gut damit auskennen und denen wir vertrauen, können nachschauen im Quelltext, was macht denn die Software genau? Was sendet die Daten irgendwo hin oder verarbeitet die Daten unzureichend? Gibt es da Fehler drin oder funktioniert es besonders gut? Wir haben die Freiheit, reinzuschauen und zu verstehen, was irgendwie irgendwas mit unserer Technik macht. Es gibt die Freiheit, die Software zu verbreiten. Das ist die dritte Freiheit. Das heißt, Software, die wir haben, dürfen wir uneingeschränkt weitergeben. Wir dürfen es unseren Freunden geben, wir dürfen sogar Geld dafür verlangen, auch für unsere eigene Software, freie Software, die wir schreiben. Geld spielt da keine Rolle, aber wir dürfen es weitergeben. Ja, das heißt, Software kann nicht irgendwo eingeschränkt werden, sondern freie Software kann für jeden Zweck weitergegeben werden. Und die letzte Freiheit, die vierte Freiheit, ist die Freiheit, die Software zu verändern oder zu verbessern. Also jeder, wir selbst oder andere Leute, können Software verändern und auch diese Modifikation dann weitergeben. Ich finde das Wort verändern eigentlich fast besser als verbessern, weil es gibt wiederum keinen, der sagen kann, ja, du musst es aber verbessern und darfst es nicht verschlechtern. Nein, es darf einfach verändert werden. Und genau, wir sind dazu in der Lage bei freier Software. Und freie Software ist nur Software, die alle diese vier Freiheiten unterstützt. Wenn nur eine der Freiheiten nicht gegeben ist, egal welche, es ist unfreie Software oder sogenannte proprietäre Software. Das heißt, freie Software gibt uns eine ganze Menge Rechte und wenn freie Software auf Technologie läuft, sind wir schon mal wesentlich besser, wenn nicht total in der Lage, diese Technik kontrollieren zu können und selbstbestimmt damit umgehen zu können. Ja, immer so ein bisschen an diesen Red Button denken. Ja, also jetzt verstehen wir, als Software, Technik ist dann keine Blackbox mehr, sondern irgendwas Transparentes. Freie Software wird auch von manchen Leuten anders genannt. Es hat sich irgendwann in den 90ern mal der Begriff des Open Source geprägt oder auch Libre Software, FOSS, FLOSS. Da gibt es relativ verschiedene Bezeichnungen. Freie Software ist der Ursprungsbegriff, basiert eben auf Freiheit. Deswegen verwende ich den jetzt hier auch im Vortrag. Also lasst euch nicht verwirren, wenn es irgendwo mal andere Begriffe genannt werden. Was gemeint ist, ist freie Software und diese vier Freiheiten. So, das klingt relativ theoretisch, relativ abstrakt. Wie funktioniert das denn im Praktischen, dass freie Software uns Freiheiten gibt? Da könnte ich jetzt auch wieder eine Stunde drüber referieren, aber passieren tut das über Lizenzen. Das heißt, eine Software bringt eine Nutzungslizenz sozusagen mit sich oder eine Wiederverwendungslizenz, die uns als Nutzern und Nutzerinnen aber sagt, wie wir diese Software verwenden können, also dass wir diese vier Freiheiten haben, die aber auch festschreibt, wie die Software weiterverwendet werden kann. Also da gibt es relativ viele verschiedene Modelle, das geht jetzt auch relativ tief, aber wichtig ist quasi Lizenz, als quasi rechtliches Dokument werden uns die Freiheiten gegeben. So viel zu freier Software erstmal. Ich hoffe, ihr habt das verstanden, es wird sicherlich noch klarer, wenn nicht. Jetzt geht es zum eigentlichen Thema dieses Vortrags. Cybersecurity oder Cybersecurity oder Security oder Sicherheit, wie auch immer, es finden sich jetzt unglaublich viele Begriffe, gerade so in den Medien, schon seit den 90ern wird über IT-Sicherheit geredet im großen Stil, jetzt in den letzten Jahren nochmal verstärkt, denn
Ich habe versucht, im Vorfeld dieses Vortrags herauszufinden, wie viele Krankenhäuser jetzt eigentlich lahmgelegt wurden und wie viele Schulen von irgendwelchen Trojanern allein in den letzten 12 Monaten. Ich habe dann irgendwo bei 20 aufgehört zu zählen. Also klar, IT-Sicherheit, Sicherheit quasi von Technologie, auch im öffentlichen Umfeld, ist ein ganz heißes Thema. Wurde ja eingangs schon gesagt, in meinem Abstract habe ich es ja auch erwähnt, es sprießen eigentlich wöchentlich irgendwelche Forschungsinstitute und Forschungsanträge auf den Boden, die versuchen irgendwie politisch, gesellschaftlich mit IT-Sicherheit umzugehen, und das Wort Cyber fällt da wahrscheinlich öfters drin als das Wort und. Das ist ganz interessant. Was ist denn eigentlich Cybersecurity oder IT-Sicherheit, wie ich es gerne nenne? Und da gebe ich meine Frage an euch zurück. Wer kennt denn diesen Herrn? Wem sagt dieses Gesicht was? 1, 2, oh, da sind wir ja so bei 5 Leuten, 6 Leuten im Publikum. Das ist relativ wenig. Ich hoffe, das ändert sich jetzt heute. Denn diese Person ist Bruce Schneier. Er ist Technikjournalist, IT-Sicherheitsexperte und hat bereits im Jahr 2000 ein Buch veröffentlicht namens Secret and Lies. Und dieses Buch ist für damalige Verhältnisse wirklich, beschreibt perfekt, was IT-Sicherheit so ist und was das für gesellschaftliche Konsequenzen mit sich bringt. Also wirklich ein sehr lesenswertes Buch, auch heute noch. Aber in diesem Buch steht ein Satz, der mich besonders gefreut hat oder der mich besonders begeistert hat, weil er ist eigentlich so kurz und doch so aussagekräftig. Er schreibt nämlich, Security is not a product, it itself is a process. Also Sicherheit ist kein Produkt, sondern in sich selbst ein Prozess. Und das für das Jahr 2000 schon mal eine ziemliche Erkenntnis, weil auch 20 Jahre später wird IT-Sicherheit immer noch als Produkt vermarktet. Ja, wir müssen nur mal so in den Mediamarkt oder Saturn gehen oder uns auch einfach nur irgendwelche Bundestagsreden anhören. Da wird immer so davon gesprochen, dass Sicherheit, ich muss mir irgendwas kaufen, und sei es ein Virenscanner oder irgendwas anderes, oder ich muss irgendwie ein Gesetz erlassen und plötzlich ist alles sicher. So, das ist ein Produkt, das kann ich mir einmal holen und dann ist es für immer da. Und eigentlich ist Sicherheit was ganz anderes. Sicherheit ist ein Prozess, der irgendwann beginnt, vielleicht irgendwann endet, aber eigentlich nie so wirklich endet. Das heißt, es ist eine Kette von Entscheidungen, die wir hier betrachten müssen. Und das ist wichtig, finde ich, in diesem ganzen Zusammenhang auch mit freier Software, dass wir verstehen, dass Sicherheit unfassbar viele Komponenten hat. Und deswegen nehme ich jetzt schlaglichtartig mal ein paar dieser Komponenten, dieser Prozesskomponenten von IT-Sicherheit raus. Einfach, dass wir gemeinsam ein Bild davon haben, von was wir eigentlich reden und von was eigentlich Politiker und Journalisten und weitere Personen, Entscheider, Unternehmen reden, wenn sie IT-Sicherheit meinen oder was sie eigentlich meinen sollten. So, gegliedert habe ich das in 3 Kategorien. Fangen wir mit dem Offensichtlichsten an. Ja, wenn wir Leute auf der Straße fragen würden, was ist IT-Sicherheit, würden vielleicht 80% der Leute auf 2 dieser Punkte kommen. So, das erste sind so Codefehler, das ist das Klassische. Das heißt, eine Programmiererin, ein Programmierer hat einen Fehler gemacht, hat irgendwas unsauber programmiert, an irgendeinen bestimmten Edge-Case, an einen bestimmten Fall nicht gedacht und verursacht dadurch eine Sicherheitslücke. Die kann manchmal nicht kritisch sein, manchmal auch sehr kritisch. Und das ist natürlich vermeidbar. Das heißt, wir haben es hier mit einem menschlichen Problem zu tun, vielleicht auch mit einem Problem, quasi, dass jemand zu wenig Zeit hatte oder nicht gut genug geschult wurde. Aber genau, es findet ein Fehler im Code statt, in diesem Quellcode. Dann gibt es Fehler bei der Verschlüsselung. Ja, also es wird vielleicht irgendein Verschlüsselungsalgorithmus gewählt, der schon geknackt wurde oder man wusste gar nicht, dass er geknackt wurde, wie auch immer. Das heißt, eigentlich geheime Daten sind plötzlich öffentlich oder öffentlich für einen Angreifer. Das ist auch ein vermeidbarer Fehler, auch ein Fehler, der jetzt relativ häufig passiert. Aber ja, da würde man auch noch sagen, das passiert, da würden viele Leute auch noch drauf kommen. Aber dann natürlich so, jetzt haben wir diese Fehler gefunden in der Verschlüsselung oder im Code. Wer behebt denn diese Fehler eigentlich? Der Ursprungsprogrammierer, die Ursprungsprogrammiererin, das Unternehmen, was vielleicht schon längst insolvent gegangen ist, oder der Nutzer, die Nutzerin? Ich weiß es nicht. Also hier wird es dann plötzlich ein bisschen komplizierter. So, ja, wir haben einen Fehler gefunden. Irgendjemand hat einen Fehler gefunden. Wer behebt ihn? So, schauen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt wird es komplizierter. Jetzt reden wir von Abhängigkeiten von Software. Ja, das sind so Bibliotheken, also nicht diese Häuser mit den Büchern drin, sondern Bibliotheken, die man sich quasi von
anderen Programmiererinnen holt und die haben irgendein Problem gelöst, was wir dann dadurch gar nicht lösen müssen, weil wir uns einfach die Lösung quasi ins eigene Projekt holen. Ein klassisches Beispiel ist, ich möchte, dass meine freie Software, egal wie komplex, E-Mails versendet. Jetzt muss ich nicht das Rad neu erfinden und E-Mail neu programmieren, sondern ich kann auch eine der zig hunderten, tausenden Bibliotheken externen Komponenten nutzen, die irgendwie E-Mail-Versand für mich regeln. So, dann werden aus 5000 Zeilen Code, aus 10.000 Zeilen Code vielleicht nur noch 10, weil ich das dann einfach auslagern kann. Das ist super praktisch, gerade bei freier Software, weil uns ja freie Software die Möglichkeit gibt, alles für jeden Zweck wiederzuverwenden. Das heißt, wir können uns quasi von der Mühe anderer bedienen, das in unsere eigenen Projekte einbauen und dann durch was Besseres oder was Neues quasi rausbringen. Das ist eine super tolle Sache. Aber wenn wir uns IT-Sicherheit anschauen, woher wissen wir denn, dass die 10.000 Zeilen Code, die ich mir als Abhängigkeit zu meiner eigenen Software geholt habe, überhaupt sicher ist? Wer garantiert mir das? Habe ich das geprüft? In den meisten Fällen vermutlich nicht. Wir haben den Faktor Mensch als Komponente von IT-Sicherheit. Ja? Also was bringt denn die beste Sicherheit von meiner Software? Ich habe da 5000 Programmiererinnen und Programmierer drüber schauen lassen. Wir haben die besten Verschlüsselungsalgorithmen, aber ein Mitarbeiter in meiner Firma ist so blöd und gibt einfach das Datenbankpasswort raus oder irgendwas anderes. So, dann hat die beste Sicherheit oder die beste Sicherheit der Technik selbst nichts gebracht. Das heißt, auch das ist wieder eine Komponente. Wir müssen also Leute schulen, egal ob es jetzt in einem ehrenamtlichen freien Softwareprojekt ist oder in einer riesen multinationalen Firma. Noch so ein Problem, wo es schwierig wird, ist so Customization. Das Tolle an freier Software ist, wir können es oft verändern. Wir haben jetzt vielleicht unser eigenes Projekt, unsere eigene Firma hat einen Kunden, der sagt aber, ich möchte das Logo nicht links oben haben, sondern rechts oben. Kein Problem, machen wir. Sagt der Nächste, ich hätte gerne die Funktion extra noch dazu und die Funktion soll anders sein. Ist auch möglich. Aber dann wird aus einer Software plötzlich werden 3 Software oder 5. So, vielleicht werden durch diese Veränderungen ja auch Sicherheitsprobleme entweder gelöst oder erst eingebaut. Das ist wieder so eine Entscheidung, die getroffen werden muss, wie weit man quasi customisiert, wie weit man quasi eigene Änderungen zulässt, weil das muss ja auch irgendwo gewartet werden. So, und jetzt wird es richtig fies. Ja, so Sachen wie Firmenstrategie. Es gibt da einen schönen Fall von einem namhaften Routerhersteller, der entgegen dem Rat von vieler IT-Sicherheitsexperten ein altes Protokoll unterstützt hat, was quasi für den Zugriff aus dem Netzwerk auf Dateien geeignet ist, wo bekannt ist, wie viele Sicherheitslücken da bestehen und wie viele Probleme damit bestehen, der aber trotzdem dieses Protokoll weiterhin unterstützt und in seiner Software ausliefert. Obwohl alle sagen, nee, lass das weg, das ist total unsicher. Und warum? Sie sagen, wir haben Kunden, die darauf bestehen, über dieses Protokoll noch auf Dateien zugreifen zu können im Netzwerk. So, und das ist ein legitimes Interesse, weil wenn wir das Protokoll als Firma abschaffen, dann kommt vielleicht die nächste Firma, die das noch unterstützt und die Kunden laufen über. Oder die sind dann unzufrieden generell. So, jetzt haben wir 2 Interessen, die wir irgendwo abwägen müssen. Wir haben eine Firmenstrategie, aus ökonomischen Gründen wollen wir irgendwas beibehalten, was vielleicht gar nicht so sinnvoll ist. Und wir haben den IT-Sicherheitsgedanken, wo gesagt wird, weg mit dem alten Zeug, was unsicher ist. Und das muss abgewogen werden, auch hier gibt es keine perfekte Lösung. Wir haben solche Geschichten wie Supportzyklen, ja, es gibt mehrere Produkte, vielleicht jedes Jahr, alle 2 Jahre eine neue Produktlinie. Wie lange unterstützt man denn noch das alte Zeug? Das ist gerade in Hinsicht bei proprietärer Software, bei unfreier Software, wo es oft mit irgendwelchen Lizenzverträgen, die nur über einen gewissen Zeitraum laufen, ein Problem, weil dann alte Kunden sagen, ja, ich will aber nicht auf das neue Produkt umsteigen, weil das da vielleicht zu teuer ist oder ich neue Hardware brauche. Aber von der Sicherheitsperspektive ist auch das problematisch, weil wie lange wird der Hersteller denn noch sein altes Zeug unterstützen? Könnt ihr auch einfach die Leute zwingen, die Kunden zwingen, auf das neue Produkt umzusteigen und dafür noch mehr extra Geld auszugeben. Und dann richtig fies wird es dann bei so Sachen wie Haftung. Wer haftet denn dafür, wenn es irgendwie eine Sicherheitslücke in einem Produkt gibt oder in der Software? Die einzelnen freie Softwareentwickler, die so ein, 2, 3 Menschenprojekt machen oder die Riesenfirma, braucht man dafür Versicherungen oder haftet einfach vielleicht gar keiner? Ja? Hat Microsoft irgendwelche Gelder gezahlt an die Krankenhäuser, die komplett lahmgelegt wurden, weil er sich da einen Trojaner eingenistet hat? Also das sind
wie gesagt, nur schlaglichtartig ein paar Komponenten von IT-Sicherheit von Anfang bis Ende, und es gibt ja noch tausende mehr, die wir einfach betrachten müssen, wenn wir über IT-Sicherheit reden. Und die Frage, die sich jetzt hier stellt oder die ich jetzt hier ein bisschen ausbreiten möchte, ist, wie kann denn freie Software dazu beitragen? Welche Rolle spielt freie Software in dieser ganzen Kette von Entscheidungen? Funktioniert es denn so? Ja, wir nehmen irgendeine der bekannten freien Softwarelizenzen aus der GPL-Familie oder aus irgendeiner anderen freien Softwarelizenz, die von der FSF oder der OSI zertifiziert wurde. So, wir haben jetzt unsere Software, die veröffentlichen wir jetzt einfach nur als freie Software unter einer dieser Lizenzen. Und wird es dann auf magische Art und Weise sicher? Ich muss gar nicht nach eurer Meinung fragen, denn ich hoffe mal, dass ihr alle sagt, nee, natürlich nicht. Einfach nur die Änderung quasi der Freiheiten, die ich da mitgebe, oder der Verwendungs- und Wiederverwendungsbedingungen, wird ja nicht die Software automatisch sicher machen. Die Menschen hinter der Software werden immer noch dumm sein und Passwörter rausgeben, eventuell. Ja, Codefehler werden immer noch passieren. Die Firmenstrategie von einer Firma ist immer noch doof und beschränkt sich nur darauf, irgendwie möglichst viele Kunden zu halten. Also das ist sicherlich nicht die Lösung, dass wir einfach nur die Lizenz draufkleben. Aber freie Software an sich gibt allein durch die naturfreie Software oder durch viele Vorteile, die es mit sich bringt, schon eine ganze Menge Sicherheitsvorteile. Die gehen wir jetzt mal so ein bisschen durch, auch wieder nur ein paar Komponenten, die ich für die wichtigsten halte. Eins der wichtigsten ist Transparenz. Freie Software ist an sich unfassbar transparent, weil wir haben die Möglichkeit, in den Quellcode reinzuschauen. Jeder hat die Möglichkeit, quasi diesen Quellcode zu modifizieren, zu verstehen, zu nutzen für jeden Zweck. Und das ermöglicht zum Beispiel unabhängige Sicherheitsüberprüfungen. Das heißt, wir selbst als Nutzerinnen und Nutzer, aber auch jemand, dem wir vertrauen, irgendwie Wissenschaftler oder IT-Sicherheitsexpertinnen, die können sich die Software anschauen, in den Quelltext reinschauen und sagen, ist das dann gut gemacht worden? Ja. Können andere Unternehmen beauftragt werden, eine Software genau auf Herz und Nieren zu prüfen? Das erhöht quasi das äußere Vertrauen für uns als Nutzer. Wir sagen können, hey, da haben irgendwie hier Leute drauf geschaut, denen wir vertrauen, oder sehr viele verschiedene. Aber auch intern. Intern im Sinne von einem Softwareprojekt oder einer Softwarefirma. Da muss nämlich gar nicht mehr so diese Energie drauf verwendet werden, diesen Quelltext um jeden, um alle Kosten irgendwie geheim zu halten, sondern man kann sagen, hey, wir gehen damit transparent um sozusagen und können unsere Energie darauf verwenden, Software sicher zu machen oder Software besser zu machen. Wie dann die Prioritäten oder die gewonnene Zeit eingesetzt wird, ist eine andere Frage. Ja. Aber diese Transparenz, die freie Software an sich mit sich bringt, ist schon ein ziemlicher Sicherheitsgewinn oder kann ein Sicherheitsgewinn sein, ja, wenn die Zeit oder wenn das dann richtig umgesetzt wird. Den zweiten Punkt, den habe ich jetzt mal so als Prestige bezeichnet. Da vielleicht so eine kleine Anekdote dazu. Also wir sind relativ viel mit Ständen unterwegs und auf verschiedenen Konferenzen. Und da kommen öfters oder kamen in der Vergangenheit viele Leute zu mir, die gesagt haben, ja, freie Software ist super und so, toll, was ihr macht. Und man wusste ja, die Person ist eine Entwicklerin oder Entwickler, habe ich mir öfters gefragt, ja, und was ist denn mit deiner Software? Ist die freie Software? Kam leider relativ häufig sowas wie, ach nee, ich kann das wirklich nicht veröffentlichen. Also da sind diese Fehler in der Software drin und das ist echt eklig, da würde ich mich blamieren, wenn ich das irgendwo öffentlich machen würde. Ja, unsauber gearbeitet, nee. Und da frage ich mich, Dude, wirklich? Ja, also du bietest Software an, wo du selbst weißt, dass sie unfassbar viele Probleme hat, und machst die einfach nicht offen, weil du befürchtest irgendwie, dass dein Prestige dadurch darunter leidet. Und das ist eigentlich das, was ich damit meine. Wenn man sich entscheidet, irgendwas als freie Software zu veröffentlichen, als Privatperson, aber vor allem als Firma vielleicht, die einen Ruf aufzubauen hat oder zu verlieren hat, dann ist die Veröffentlichung als freie Software ein großer Schritt darin oder eine große Motivation, lieber noch mal ein bisschen genauer drauf zu schauen, was da eigentlich in dem Quelltext alles so steht. Vielleicht nochmal drüber zu schauen, zu sagen, wo sind da offensichtliche Fehler, die wir irgendwo fixen können. Ich glaube, das ist eine ganz große Motivation für Firmen und für Einzelpersonen, wenn man sagt, ich gehe quasi in diese Transparenz, ich gehe in die Offenheit, da nochmal auch auf die Sicherheit zu schauen, natürlich auf die Qualität des Codes. Ein anderer Punkt ist Synergie. Synergieeffekte, die sich durch freie Software ergeben.
Wir sehen das öfters, also erfreulicherweise sind relativ viele Verwaltungen, öffentliche Verwaltungen, arbeiten mittlerweile zusammen an Softwareprojekten, an freie Softwareprojekten. Ja, und das, weil oft die Probleme dieselben sind, Melderegister, eine Bürgerbeteiligungsplattform. Da sind relativ viele Verwaltungen, die zusammenarbeiten und irgendwie Interessen in ein freies Softwareprojekt bringen. Wir sehen das aber auch auf kleinerer Ebene, ja, wenn freie Softwareprojekte oder einzelne freie Softwareentwicklerinnen zusammen an irgendwas arbeiten. Der Vorteil davon ist, es gibt geteilte Interessen. Das heißt, jeder, der da irgendwie mitmacht, hat irgendwo Interessen daran, dass die Software gut funktioniert. Sicher ist, aber natürlich auch gut funktioniert. Ja? Also diese können dann auch beitragen, haben aus ihrer Perspektive sozusagen quasi ja, Interesse, irgendwas da, dass es besser wird. Bei einer proprietären Software ist oft das Problem, dass es einen Anbieter gibt, und alle anderen sind eigentlich nur Kunden oder einfach nur Nutznießer sozusagen. Das heißt, da entsteht nicht so eine richtige Community. Und freie Software ermöglicht diesen Aufbau von Communities und von Synergieeffekten, die vorteilhaft sein können für IT-Sicherheit, wenn man sie richtig ausspielt. Und nicht zuletzt, ganz großer Vorteil von freier Software ist Unabhängigkeit. Probleme können, also vor allem IT-Sicherheitsprobleme, können auch selbst gelöst werden. Oft ist es so, gerade bei proprietärer Software, wenn es ein IT-Sicherheitsproblem gibt, wird es oft bekannt, so irgendwo in der Presse, und alle warten fieberhaft auf den einen Patch vom Hersteller. Bei freier Software, wenn sich findige Leute zusammenfinden, sagen, hier, ihr könnt das Problem selbst beheben, bevor der offizielle Patch kommt von irgendeiner Firma oder von irgendeinem Anbieter, könnt ihr das auch selbst lösen, dieses Problem. Das heißt, diese Unabhängigkeit gibt uns quasi die Möglichkeit, IT-Sicherheit selbst in die Hand zu nehmen. Und setzt natürlich auch die Hersteller auch unter Druck oder die Lieferanten der Software. Weil sie wissen, hey, da hat schon jemand das Problem gefunden, warum haben wir das noch nicht gefunden? Warum haben wir das noch nicht kommuniziert sozusagen? Und wenn solche Fehlkommunikationen oder solche Fehleinschätzungen von freien Softwareprojekten, freien Softwarefirmen, generell Softwarefirmen öfters vorkommen, dann ist es mit freier Software möglich, notfalls einen Fork zu machen. Also zu sagen, wir nehmen den aktuellen Stand der Software und führen die selbst weiter. Das ist natürlich, kann manchmal ein bisschen schmerzhaft sein, wenn es dann plötzlich zwei Dokumentensysteme gibt, also wo ich meine Dokumente und meine Tabellen bearbeiten kann. Aber im Endeffekt ist es sehr viel Freiheit, weil wir nicht abhängig sind von einem einzelnen Hersteller oder einem einzelnen Anbieter, sondern es selbst in die Hand nehmen können zur Not. So, all das und vieles mehr führt mich zu dem Resümee, dass freie Software eine notwendige, aber keine hinreichende Komponente von IT-Sicherheit ist. So. Warum notwendig? Notwendig deswegen, weil die Vorteile von freier Software nicht ignoriert werden können. Die Vorteile von Unabhängigkeit, von Transparenz, von Synergie, die sind so wichtig und so tragend und können so perfekt ausgespielt werden im Bereich von IT-Sicherheit in dieser ganzen Prozesskette, dass sie zur IT-Sicherheit dazugehören müssen. Sie ist aber nicht hinreichend. Also nur weil wir irgendwas freie Software machen und vielleicht auch nur weil wir perfekte freie Software-Champions sind, also eine super Community aufbauen, super Transparenz umgehen, nicht nur mit dem Code, sondern auch mit den Entscheidungen und alle einbinden und ganz viel Unabhängigkeit bieten. Deswegen wird freie Software wird vielleicht sicherer, aber nicht total sicher. Ja, wir haben immer noch das Problem von Menschen. Ja, wenn die Leute immer noch die Passwörter von der Datenbank rausgeben oder vom Admin-Panel, doof gelaufen. Ja. Wir haben auch zum Beispiel Probleme von Hardware. Ja, was nutzt die beste, sicherste Software, wenn die Hardware, die unten drunter ist, unsicher ist, wenn sie Hintertüren hat? Ja, wir haben das gesehen mit Intel-Prozessoren, dieses Intel Management Engine, wo vermutet wird oder relativ sicher ist, dass es eine Hintertür ist. Ja, was bringt uns dann eine sichere Software, wenn Leute, die wissen, wie man das umgeht, einfach reinschauen können? Oder die ganzen Sachen mit Spectre und Meltdown, was so vor ein, zwei Jahren ganz groß in den Medien war und immer noch grassiert. Ja? Wo die Hardware uns quasi einen Strich durch die Rechnung macht, da können wir softwareseitig nur wenig tun. Das heißt, freie Software ist eine Komponente, wenn wir von Software reden, von Software-Sicherheit. Aber wenn wir diese komplette Prozesskette anschauen von IT-Sicherheit, ist es eben nicht alles. So. Aber trotzdem, freie Software gehört zur IT-Sicherheit dazu. Aber ich will nicht ignorieren, dass es auch Herausforderungen gibt, wenn wir von freier Software und IT-Sicherheit reden. Und dessen müssen wir uns bewusst sein. Wir müssen uns bewusst sein, dass freie Software eventuell sogar
Probleme oder Herausforderungen schafft, die proprietäre Software nicht hat. Eben im Gegensatz zu den Vorteilen, die freie Software bei IT-Sicherheit gibt. Und deswegen müssen wir, habe ich hier mal vier Herausforderungen, an die wir einfach denken müssen oder an die Entscheider und Entscheiderinnen denken müssen. Das ist das Problem von Zuständigkeiten. Ich habe ja schon gesprochen von den Verwaltungen, die zusammenarbeiten an einem freien Softwareprojekt. Das kann super funktionieren und jeder hat Interesse, aber wer von den Leuten kümmert sich jetzt eigentlich nochmal um IT-Sicherheit? Das kann auch in einem kleinen freien Softwareprojekt sein, wo entweder wir alleine oder noch 2, 3 Freunde zusammenarbeiten. Wer schaut eigentlich nochmal genauer nach, ob jetzt alles, alle Komponenten, die wir haben, ob das alles so gut zusammenarbeitet oder ob unsere gemeinsame Arbeit sicher ist, vielleicht in der Kombination unsicher wird? Ja, also durch diesen Community-Charakter, durch diese Kollaboration können auch Probleme entstehen. Also wir brauchen irgendwie eine Kommunikation, eine Regel, wer sich um Sicherheit kümmert. Das Problem, diese Abhängigkeiten, von denen ich gesprochen habe, diese Bibliotheken, die externen Komponenten, da kann man sich schon fragen, wie viel Abhängigkeit quasi von außen wollen wir in einem freien Softwareprojekt haben. Das kann sich jeder fragen, selbst wenn man nun One-Human-Projekt macht oder eine Riesenfirma, die eine freie Software macht, wie viel können wir quasi stemmen? Wie können wir sicher sein, dass die Abhängigkeiten, die wir haben, sicher sind? Oder geben wir das Risiko ein? Ich habe mal so eine Studie vor kurzem gesehen von GitHub, also kann man immer so ein bisschen vorsichtig sehen, aber das fand ich ganz beeindruckend. Je nach Programmiersprache ist die durchschnittliche Anzahl der externen Abhängigkeiten liegt so zwischen 40 und 50 bis 170 im Durchschnitt. Ja, gerade so bei JavaScript-Sachen gibt es da Probleme, dass man sich Abhängigkeiten installiert, von denen man überhaupt keine Ahnung hat. Also eine Kette von 140 Abhängigkeiten, wer hat die denn jemals schon mal durchgeschaut, der jetzt nicht mit voller Ressourcen ist? Ja, wer ist sich sicher, dass da keine IT-Sicherheitsprobleme drinstecken? Wer ist sich sicher, dass die Abhängigkeiten, die man angegeben hat, auch aktuell sind sozusagen? Das heißt, hier lädt man sich quasi pro Abhängigkeit eine zusätzliche Abhängigkeit, eine Herausforderung quasi auf, eine Verantwortung. Wir hatten das Problem gesehen, das war, ich weiß gar nicht mehr wann, vor 2 Jahren oder sowas, mit EventStream. Das ist auch so ein JavaScript-Programm, was man sich, was eine Abhängigkeit war von unfassbar vielen anderen Programmen. Das heißt, viele haben das quasi in dieser Kette von Abhängigkeiten, die jemals wieder Abhängigkeiten haben, haben das installiert. Und das ist eigentlich nicht schlimm. Dieses EventStream hat keine große Funktion gehabt, sage ich jetzt mal. Das war jetzt kein Riesenprojekt. Das Problem war aber, dass der Entwickler dieser kleinen Bibliothek, dieser kleinen Komponente, schon öfters gesagt hat, so, ich habe eigentlich keine Zeit mehr dafür, würde mich freuen, wenn es jemand mir diese Bürde abnimmt und dieses Projekt quasi weiterpflegt. Und da hat sich dann noch jemand gemeldet und hat es dann übernommen. Ein paar Wochen später war eine Schadcode drin in dem Projekt. So. Es gab dann eine große Aufruhr, wurde zum Glück relativ schnell entdeckt. Aber dass sich dann Leute erst bewusst geworden sind, was sie da für Abhängigkeiten drin hat. Und wahrscheinlich die wenigsten, bis wahrscheinlich auf die paar Entdecker dieses Problems, haben gesehen, oh, ich habe mir da irgendwas installiert, was absolut unsicher ist. Ja, was gar Malware quasi installiert auf meinem Rechner oder auf meinem Server. Das heißt, hier muss man dran denken, ob man nicht lieber selbst sich von diesen Abhängigkeiten befreit und lieber selbst ein bisschen Arbeit in die Hand nimmt und versucht, was diese Abhängigkeiten quasi zu umgehen, eben auf die Kosten, dass man dann wiederum diesen selbstgeschriebenen Code wiederum selbst auditieren muss, selbst sicher sein muss, dass er sicher ist. Also das ist wieder so eine Abwägungssache. Durch die Verwendung von freier Software ergeben sich auch die Gefahren, also Gefahren in Anführungszeichen, solche, wie ich es gerade auch erläutert habe. Ja. Wir sind relativ offen in der freien Software-Community. Eben, der Entwickler von diesem Event-Stream hat offen angekündigt, ich habe dafür nicht mehr die Power sozusagen, das kann jemand anderes übernehmen. Das kann man natürlich verstehen als Einladung für die Leute, die Böses im Schilde führen. Ja. Oder Plattformen, generell die freie Software-Community hat ja relativ viele freie Plattformen, wo jeder quasi ein Programm beitragen kann, kann sagen kann, hier ist meine Lösung für ein Problem, ja, oder ein neues Feature, vielleicht auch ein ganz neues Programm. Und wir sind da immer relativ offen. Aber natürlich kann es auch als Gefahr verstanden werden dafür, dass Angreifer, böse Menschen, ja, die was Böses im Schilde führen, relativ leicht Zugang haben und quasi versuchen könnten, Probleme, Schadcode, Sicherheitslücken einzuführen. Mit dem Vorteil natürlich, dass möglichst viele Menschen bei freier Software wieder darauf schauen können, sagen können, hey, da ist was schiefgelaufen, ja, da ist
irgendjemand, irgendwas stimmt hier nicht. Also wieder eine Abwägungssache. Und auch nicht zuletzt das Problem der Ressourcen. Gerade kritische Komponenten von freier Software sind oft drastisch unterfinanziert. Das haben wir gesehen bei OpenSSL. Das ist ein Programm, was sich quasi um Verschlüsselung kümmert. Oft dafür genutzt, dass ich irgendwie verschlüsselt mit einer Webseite kommunizieren kann, aber auch andere Arten von Verschlüsselungen. Und diese Komponente wurde überall eingesetzt. Mehr oder weniger. Ja. Ich habe erst kürzlich gelernt, die Person, mit der ich im Büro sitze, kümmert sich so um Getränkeautomaten, macht da so ein bisschen die Software und Hardware. Auch da war OpenSSL drin. Ja. Warum brauchen Getränkeautomaten OpenSSL? Klar, die wollen auch verschlüsselt kommunizieren mit der Außenwelt. Ja. Das heißt, wir haben hier Komponenten, die überall verstreut sind, die aber eben drastisch zu wenige Ressourcen haben. In dem Fall von OpenSSL war das eine Person, die hinter diesem Projekt war, die dafür auch kein Geld bekommen hat. Und das wird überall verwendet, von Industriegrößen, ja, you name it, ja, jedem Top 500 Unternehmen, das wird irgendwo OpenSSL verwendet haben, aber keiner kümmert sich darum, dass das Team dahinter sozusagen anständige Ressourcen hat. Und das ist eine Herausforderung jetzt da für OpenSSL, wurde das einigermaßen gelöst, da war es durch diese Heartbleed-Sicherheitslücke, die dann irgendwann rauskam, gab es sehr viel Aufmerksamkeit und die wurden jetzt mit Geld zugeschüttet, mehr oder weniger böse gesagt. Aber wie viele andere kritische Komponenten gibt es denn noch? Gerade im freien Softwarebereich, wo irgendwelche kleine Programme so eingesetzt werden in unfassbar vielen Ketten von Abhängigkeiten, die aber einfach nicht genug Funding bekommen, nicht genug Geld, nicht genug Aufmerksamkeit. Und das ist ein Problem bei freier Software, mit dem wir auch irgendwie lernen müssen, umzugehen oder wo wir Lösungen dafür finden müssen. So, das waren so die Probleme. Jetzt gehen wir noch so ein bisschen nochmal tiefer. Ja. Ich hoffe, ich habe euch jetzt so ein bisschen nahegebracht, dass freie Software und IT-Sicherheit mehr oder weniger zwingend zusammengehört und dass freie Software sehr viele Vorteile hat. Aber hier kommt mal so meine Top 4 der Gegenargumente, die man immer mal wieder so hört. Wenn man sagt, hier, benutzt doch freie Software, damit du dein Projekt, deine Firma, wie auch immer, sicherer machst. Da gibt es so dieses klassische Argument, was man sehr gerne auch in Koalitionsverträgen liest, gerade so ein eigentlich Copy-Paste in irgendwelchen Koalitionsverträgen auf Länderebene in Deutschland. Freie Software ist super, wir möchten das fördern, allerdings nur in nicht kritischen Anwendungen. Und ich hoffe, dass ihr in den letzten 30 Minuten verstanden habt, dass genau das Gegenteil der Fall ist. Ja, freie Software hat diese Offenheit, diese Synergieeffekte, auch das, dass wir irgendwo alle gemeinsam daran teilhaben bei freier Software, dass es gerade für kritische Anwendungen wichtig ist, vor allem im öffentlichen Bereich. Ja, im Transportsektor, Kommunikationssektor, wenn es um unsere Verwaltung geht, wo unsere Daten verarbeitet werden von Anfang bis Ende. Das sollte nicht intransparent sein, das sollten keine Blackboxes sein, das ist kritische Infrastruktur, muss dementsprechend offen sein. Das ist ungefähr so, wie wenn wir Autobahnen haben und Schulen, die gebaut werden, aber drumherum werden riesige Sichtschutzzäune errichtet und man wird gesagt, oh, bloß nicht reinschauen. Ja. Du hast es zwar bezahlt, aber nee. Reinschauen darfst du nicht und generell teilhaben darfst du auch nicht. Das ist das, was passiert mit proprietärer Software in der digitalen Welt. Das heißt, freie Software muss zu kritischen Infrastrukturen gehören. Dann auch oft gebracht wird dieses Security by Obscurity Argument. Das ist so, ja, offener Code ist auch schön, aber die Gefahr ist ja, dass dadurch Sicherheitslücken sichtbar werden. Das heißt, jetzt können böse Menschen reinschauen und sehen die Sicherheitslücken, die sich in dem Code verstecken und dadurch mache ich mich angreifbar. Da kann man natürlich sagen, ja, natürlich. Ja. Das macht es natürlich einen Ticken einfacher. Aber nein, weil die Sicherheitslücken sowieso gefunden werden. Ja, sogenannte Blackbox-Tests, wo auch quasi Sicherheitsforscherinnen und Forscher relativ problemlos von außen, ohne den Code zu kennen, Sicherheitslücken finden können. Durch gewisse Muster, durch gewisse Verhaltensweisen oder durch schieres Ausprobieren. Wie werden denn die ganzen Sicherheitslücken in einem, ich sage jetzt einfach mal, Windows gefunden? Da ist der Quellcode jetzt nicht öffentlich, aber trotzdem werden Sicherheitslücken in regelmäßiger Zahl gefunden. Das heißt, dieses Argument, sicher, es wird irgendwas sicherer, wenn wir irgendwas geheim halten, funktioniert bei Code nicht. Stattdessen gibt es das Kirchhoff-Prinzip, der schon vor vielen Jahren gesagt hat, war, glaube ich, noch vor der Zeit des Internets und der gängigen Heimcomputer, gesagt hat, wir müssen quasi den Schlüssel, er spricht da von Verschlüsselung, wir müssen den Schlüssel geheim halten. Klar, ja, das Passwort dürfen wir natürlich nicht rausgeben. Aber die Art, wie der Schlüssel entsteht oder wie der Schlüssel verarbeitet wird, der muss offen sein.
Ja, und wenn wir das bedenken, klar, die Daten dürfen bei einer freien Software nicht öffentlich werden, aber die Art, wie die Daten verarbeitet werden, müssen es sein. Wenn wir das bedenken, ist dieses Argument Security by Obscurity wurde schon unfassbar oft widerlegt. Also proprietäre Software und freie Software ist nicht automatisch sicherer. Auch oft gebracht, ändert sich in letzter Zeit zum Glück ein bisschen, ist dieses Argument der Unprofessionalität. Also dieses Vorurteil, freie Software ist so ein Hobbyistending. Ja, da denken wir so an die übergewichtigen Hacker, die im Keller bei Mutti noch sitzen und Software hacken, eigentlich keinen Job haben, aber das halt machen, weil sie keine Freunde haben. Ganz dummes Argument, ja, wird aber von vielen oder wurde vor allem früher von vielen unterstützt. Und auch da, genau das Gegenteil ist der Fall. Populäres Beispiel ist der Linux-Kernel, ja, was mein PC laufen lässt, was viele Android-Smartphones hier mehr oder weniger unterstützt oder laufen lässt. Das Ding wird nicht von Hobbyisten programmiert. Also ja, ein paar schon, aber die meisten sind Riesenfirmen. Riesenfirmen, die quasi an diesem Projekt Linux teilhaben, ihre Mitarbeiter abstellen. Und auch bei ganz vieler anderer freier Software ist alles andere als Unprofessionalität zu sehen. Ja, wir haben viele Firmen, viele Leute, die da dafür Geld verdienen, vielleicht das in ihrer Freizeit machen, aber quasi einen guten Job bekommen, die eingestellt wurden, gerade weil sie freie Software programmieren, weil sie in ihrer Freizeit noch an einem freien Softwareprojekt mitmachen. Also dieses Argument der Unprofessionalität zieht absolut nicht. Und dann, last but not least, Geschäftsmodelle. Ja, mit freier Software kann kein Geld verdient werden, deswegen kann es auch nicht professionell sein. Oder deswegen kann auch keine Firma jemals freie Software herstellen, weil dadurch gar kein Geschäft möglich ist. Da muss ich sagen, selten ja. In Ausnahmefällen ist es tatsächlich nicht kompatibel. Wenn das ganze Kapital einer Firma in dem Fall darin besteht, ein bestimmtes Problem als einziger auf dem Markt gelöst zu haben und die ganze Konkurrenz hat nicht gelöst, dann darf ich natürlich die Art, wie eine Art Algorithmus oder eine Art tolle Programmiertechnik, kann ich natürlich nicht offen machen, ohne mein ganzes geistiges Kapital nach außen zu bringen. Das ist so der Edge-Case, an den ich da denken könnte. Ja? Aber wir sehen so viele Geschäftsmodelle, die hervorragend mit freier Software funktionieren. Ich verkaufe dann halt vielleicht keine Lizenzen, sondern Support und Anpassungen. Das ist das, was eigentlich in der heutigen vernetzten Welt wirklich zählt. Ja, die Professionalität oder den Support, den ich mir einkaufe. Das heißt, es ist durchaus möglich, mit freier Software Geld zu verdienen. Und freie Software heißt nicht, dass es kostenlose Software ist. Das ist ganz wichtig. Und auch deswegen kann sichere, freie Software hervorragend programmiert werden, auch von Firmen, egal wie groß oder wie klein. So, aus diesem ganzen Bündel an Herausforderungen, an Vorteilen, ergeben sich für uns drei zentrale Forderungen, wenn wir von IT-Sicherheit reden. Zum einen, freie Software muss in kritische Infrastrukturen gebracht werden, weil sie Vertrauen, Transparenz und externe und interne Überprüfbarkeit bietet. Also gerade bei öffentlicher Infrastruktur, wo wir irgendwie alle dran beteiligt sind als Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, ist es wichtig, dass das freie Software ist. So ein Beispiel, wo wir dann auch gedacht haben, das ist ein hervorragender Aufhänger, ist die ganze Debatte um 5G, um Huawei. Diese chinesische Firma, die von den USA beschuldigt wird, quasi nur diese 5G-Infrastruktur, also diese nächste Mobilfunktechnologie, voller Backdoors zu haben, dass der chinesische Staat da angeblich sich einklinken kann in unsere Kommunikation. Das stimmt natürlich, ja. Können wir irgendeiner Firma vertrauen? Dabei ist es aber egal, ob die Firma in China sitzt oder in den USA und Cisco heißt oder in Europa und Ericsson und Nokia heißt. Können wir einer Firma vertrauen? Können wir Staaten vertrauen, die diese Infrastruktur bereitstellen, die ganzen Funktürme überall? Und das ist eigentlich ein super Anhaltspunkt, um zu sagen, ja, wir sind hier in einer Mattsituation. Eigentlich müssen wir das öffnen dadurch, dass die Software die 5G quasi unterstützt. Oder denkt an jede andere kritische Infrastruktur. Muss freie Software sein. Dass wir als Bürgerinnen und Bürger reinschauen können, dass unabhängige Sicherheitstests stattfinden können. Dass vielleicht auch Behörden, die jetzt versuchen, irgendwie eine 5G-Infrastruktur aufzubauen, sich Arbeit auch teilen können. Warum arbeiten nicht die deutschen und die Schweizer und die österreichischen Behörden zusammen daran, Hardware von Huawei zu überprüfen und Software auf Sicherheitslücken, auf eventuelle Backdoors? Freie Software bietet die Möglichkeit dazu. Wir müssen also nicht mehr über Geheimhaltungsklauseln reden, sondern können sagen, kritische Infrastruktur, öffentliche Infrastruktur ist freie Software, ist transparent, weil wir sie ja auch finanziert haben, weil wir daran teilhaben.
Das bricht quasi diesen Teufelskreis, der gerade in der 5G-Debatte vor sich geht. Darauf aufbauend fordern wir Public Money, Public Code. Mein Kollege Alexander Sander war letztes Jahr hier und hat das so präsentiert. Das ist eine Kampagne, die wir seit 2017 haben, die argumentiert, dass öffentlich finanzierte Software, öffentlich finanzierter Code freie Software sein muss. Wir haben dafür gezahlt, wir haben jeder Anteil daran, ja, dass Verwaltungen, dass Staaten, dass öffentliche Organe Software einkaufen, Software programmieren lassen, also sollte das freie Software werden. Und dieses Argument ist quasi, es leuchtet ein und für Staaten ist es wichtig, quasi hier die Priorisierung richtig zu setzen. Weil gerade im Bereich von IT-Sicherheit die Frage der Souveränität vorherrschend ist. Das heißt, die Frage, sind wir als Staat, also wir alle zusammen oder als Bürger, egal über welche Grenzen hinweg, wir müssen doch eigentlich in der Lage zu sein, Technik, die vor allem uns gemeinsam gehört oder auch vielleicht in kleineren Kommunen gehört, kontrollieren zu können, souverän darüber zu sein, in der Lage dazu sein, Sicherheitsprobleme selbst lösen zu können, zu verstehen zu können, Kompetenzen selbst aufzubauen. Das ist gerade so ein Bereich von der sogenannten Cloud, wo es natürlich attraktiv ist, Dienstleistungen und Knowledge, also Wissen irgendwo auszulagern, irgendwelchen großen Firmen in die Hand zu drücken und zu sagen, hier mach du mal, wir haben da keine Kompetenzen und das ist sicherlich billiger und es ist besser, was ihr macht. Aber eigentlich ist es ja, müsste es ja genau die andere Richtung sein. Wir irgendwo als Gesellschaft sollten in der Lage sein, diese Probleme, diese Sicherheitsprobleme selbst in die Hand zu nehmen. Vielleicht muss es nicht unbedingt die Stadt Kreuzlingen sein, die Stadt St. Gallen, die alle jeweils ihre Sicherheitsexperten haben. Vielleicht ist es da mal sinnvoll, an eine Kollaboration zu denken. Das ist in der Schweiz. Eine Behörde gibt einen Bereich, der sich quasi um Sicherheit kümmert. Am besten von freier Software. Das in Deutschland und ganz Europa äquivalent so läuft. Das heißt, eigentlich ist hier Souveränität der entscheidende Knackpunkt, dass wir als Gesellschaft darauf achten müssen, dass wir souverän sind über unsere Technik und deswegen auch souverän über unsere Software, die diese Technik befeuert. Und da bleibt eigentlich nur der Rückschluss, dass es freie Software sein muss. Und zum Schluss fordern wir mehr Verantwortungsbewusstsein von Firmen und von Staaten bezüglich freier Softwarekomponenten. Also sich dessen bewusst sein, welche freie Software verwendet wird, dass freie Software verwendet werden soll und dem auch irgendwo Rechnung zu tragen, indem diese Software auch finanziert wird dementsprechend. Also dass eben nicht sowas passiert wie das bei OpenSSL, bei Heartbleed, dass man da irgendwie vertraut auf Komponenten, die nur von einer einzelnen Person gewuppt werden, sondern dass da auch irgendwo Unterstützung wieder zurückfließt. Also nicht einfach nur Nutznießen, sondern auch beitragen, Teil von der freien Software-Community zu werden. Und das ist wichtig für Staaten, eben im Hinsicht auf Public Money, Public Code, aber auch für Firmen, die eben oft mehr oder weniger einfach nur Nutznießen, klar, weil sie sagen, wir müssen ökonomisch handeln, aber im Endeffekt schießen sie sich oft ins eigene Bein, wenn dann Probleme passieren. Das heißt, wir fordern hier mehr Verantwortungsbewusstsein, mehr Offenheit. Und ich kann das eigentlich noch erweitern und sagen, ich fordere auch von Nutzern, also von uns allen hier im Raum, ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein. Oder ein bisschen mehr zumindest Verständnis dafür. Überlegt euch einfach mal, was benutzt ihr für Software? Ist das freie Software? Und wie klein sind diese Komponenten? Nicht nur auf den Browser schauen, sondern vielleicht auch mal ein bisschen nebendran schauen. Was sind da noch für freie Softwarekomponenten drin? Wer entwickelt diese Software überhaupt? Und sind die Leute überhaupt genug oder sind die total am Anschlag? Wenn ihr technisch versiert seid, versucht denen zu helfen, ein Teil davon zu werden. Wenn ihr keine Zeit habt, versucht vielleicht eine kleine Spende dazulassen, die Leute zum Kaffee oder zum Tee einzuladen. Ja, also einfach ein bisschen mehr Verantwortungsbewusstsein, wir im Kleinen, aber natürlich noch viel mehr im Großen, wenn wir an Verwaltungen, an Staaten oder an Firmen denken. So, und mit dem beende ich meinen Vortrag. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Ich bedanke mich an dieser Stelle auch herzlich bei allen Unterstützern der FSFE, ohne die das hier gar nicht möglich wäre. Ohne die könnte ich nicht nach Zürich reisen und darüber reden. Insofern überlegt euch vielleicht, ein Teil von uns zu werden und jetzt freue ich mich auf ein paar Fragen von euch. Vielen Dank. Ganz herzlichen Dank für diesen tollen Talk. Ich habe sehr viel gelernt über der FS,
FE. Man hört viel davon und das mal so schön sauber zusammengefasst zu bekommen, ist toll. Danke. Ich eröffne den Saal für die Fragen. Bitte die Hand aufstrecken, ich muss mit dem Mikro rumrennen hier. Jawohl. Danke. Mein Name ist Bernie Hünneis, Internet Society. Ich habe eine Frage zu dem Thema Public Sector und freie Software. Ich habe so festgestellt, dass dort es vor allem daran scheitert, am öffentlichen Beschaffungswesen, dass überhaupt freie Software zum Einsatz kommt. Ich habe da selber einen Fall erlebt, wo die Firma R hatte ein Produkt mit freier Software. Es ging um Verschlüsselung, um sicherheitskritische Anwendungen in der Sicherheitsbehörden im weitesten Sinne. Mhm. Da hat die Firma R ein Produkt mit freier Software angeboten und die Firma C aus den USA hat ihr Standardprodukt angeboten. Rate mal, wer den Auftrag gewonnen hat. Easy guess, die Firma aus den USA? Die Firma C aus den USA, genau. Also die Firma M aus den USA, die gewinnt auch immer solche Aufträge. Aber der Grund war eigentlich ganz einfach. Deren Beschaffungsdienst hat sich überlegt, nehme ich jetzt die Firma R mit so freier Software und wenn dann das schief geht, dann kriege ich aufs Dach. Nee, ich nehme lieber die Firma C aus den USA, weil wenn dann etwas schief geht, dann kann man mir keinen Vorwurf machen. Ja, also nobody's blamed vorbei in IBM. So was könnte man hier anders machen? Was wäre dein Ansatz, das Problem zu lösen? Also wir arbeiten da sehr viel an dem Thema, eben gerade mit dieser Public Money, Public Code Kampagne. Kommt gerne nachher noch beim Stand vorbei. Wir haben so wunderbare Broschüren, die genau das für Entscheiderinnen und Entscheider quasi zusammenfasst. Warum ist freie Software wichtig? Warum? Klar, man holt sich dadurch natürlich leichter Blame. Das ist ganz klar. Also im Endeffekt ist es eine politische Entscheidung. Sagt jetzt der kleine Bürgermeister oder die kleine Bürgermeisterin von einer kleinen Gemeinde, ja, ich fange jetzt hier eine ganz große freie Software-Strategie an und kann mir natürlich dann auf die Füße treten lassen als Fehltritt davon. Ja. Das haben wir ganz oft gesehen. Also das Problem ist wirklich kein neues. Oder kaufe ich einfach nur die etablierten Firmen oder die angeblich professionell sind. Das ist ein politisches Problem und was wir machen müssen gemeinsam ist quasi Priorisierung, Umpriorisierung, ja, also im Bereich von Souveränität. Klar machen, dass klar natürlich ein Risiko besteht, wenn ich freie Software anwende. Genau dasselbe Risiko besteht quasi, wenn ich unfreie Software anwende oder die Marktführersoftware, weil ich viel weniger Einfluss habe. Das heißt, was wir machen müssen, ist diese Priorisierung klar machen, dass digitale Souveränität an sich ein riesiger Wert ist. Ja. Wir lagern ja auch nicht unsere Straßen irgendwo auf. Wobei, einige tun das, ja, es gibt da ganz unpopuläre Beispiele. Ganz schlechte Idee, ja. Also dass wir versuchen, Analogien zu finden sozusagen, deren Sprache zu reden, um klarzumachen, freie Software ist auch jetzt nicht der Kostenretter sozusagen, ja, ist nicht einfach nur dieses ökonomische Argument, sondern eher die digitale Souveränität. Und das ist ganz viel Kommunikation, das ist auch klassischer Lobbyismus, muss man dazu auch sagen, ja, das machen wir auch. Das ist aber auch Druck aus der Bevölkerung sozusagen, die dann kritisch nachfragt. Kritisch nachfragt bei Verwaltungen, bei Bibliotheken, bei allen öffentlichen Trägern, bei Schulen, sagt, warum habt ihr denn jetzt schon wieder die Software von C und M geholt? Ja? Warum nicht freie Software? Ja? Was sind da die Entscheidungsregeln dahinter? Und gerade im Bereich vom Beschaffungswesen hat es auch ganz viel damit zu tun, dass die Beschaffer sozusagen, dass die Regeln auch dementsprechend aktualisiert werden. Also, dass du... Da könnte ich jetzt ewig drüber reden, deswegen versuche ich das so ein bisschen abzukürzen, ja, dass es quasi in die Beschaffungsrichtlinien auch mit einfließt, dass freie Software ebenfalls ein Kriterium ist oder Souveränität oder Wiederverwendbarkeit oder Unabhängigkeit. Ja. Das muss quasi Einklang finden in die Beschaffungsgesetze, Beschaffungsregeln, die in Verwaltungen und in sämtlichen öffentlichen Stellen vorhanden sind. Also das sind so die Schlaglichter, auf die wir uns da konzentrieren sozusagen. Aber eben, na, Aufruf, Appell an euch alle, dem auch Rechnung zu tragen und da auch mal kritisch nachzufragen. Das bringt eigentlich am meisten, gerade im Kleinen. Vielen Dank, super Antwort, danke. Ich werde diesem Aufruf sicher folgen. Hier hinten waren auch noch Fragen, hier, vielleicht hier. Ja, hallo, ich bin David. Meine Frage ist eine Anschlussfrage an die von vorhin, und zwar, wie überzeugt man die Gemeinden, vor allem in der Schweiz ist das meistens auf Gemeindeebene, diese Software einzusetzen. Und was ich sehe in der Realität ist, dass von diesen großen proprietären Firmen wie zum Beispiel Microsoft oder auch Google sehr, sehr stark Werbung für ihre Produkte gemacht wird. Auch moralisch sehr oft fragwürdige Erpressungen, was auch durch die deutsche Presse gegangen ist zum Teil. Und wie geht man gegen derart starke Marketingkampagnen vor? Weil nach meiner Erfahrung reicht es nicht, einfach
den Menschen zu sagen, guck mal, das ist besser, wenn dann eine Firma kommt mit viel stärkeren Argumenten oder sogar mit Bestechungsgeldern. Und ja, wie geht man da vor? Also gegen Bestechungsgelder habe ich jetzt nicht gerade das beste Rezept. Ja. Vielleicht, wenn wir noch 1 Million mehr Unterstützer haben, vielleicht können wir dann auch Bestechungsgelder. Nee, blöder Witz. Aber warum sind die Argumente besser? Also ich glaube nicht, dass Firmen wie Google, Microsoft oder wie auch immer bessere Argumente haben. Also zumindest sind mir keine bekannt, ja. Ich bin sehr überzeugt davon, was ich hier die letzten 50 Minuten erzählt habe und ich hoffe, ihr seid es auch. Also die Argumente sind eigentlich die schlechteren. Vielleicht sind sie besser vorgetragen, vielleicht sind sie professioneller vorgetragen. Und klar, wir haben als Zivilgesellschaft oder vielleicht als die Interessen, die wir hier vertreten, vielleicht rein monetär, rein von den Ressourcen die schlechteren Karten, aber die Argumente sind eindeutig auf unserer Seite. Und das, ich kann eigentlich nur spiegeln, was ich gerade schon gesagt habe. Wenn wir solche Themen wie digitale Souveränität für uns als Begriff prägen und klar machen, was es bedeutet und was es ausschließt. Es schließt nämlich aus, dass wir uns einfach irgendwelche Dienstleistungen von außen holen, über die wir überhaupt keine Kontrolle haben. Dass wir sämtliche öffentlichen Prozesse auslagern. Das ist keine digitale Souveränität. Und ich glaube, dass wie vieles hier, ist natürlich anstrengend, hier gerade eine kleine Gemeinde zu überzeugen, vielleicht sogar noch schwerer, eine große Gemeinde zu überzeugen. Wir haben dazu von der FSFE einen Musterbrief aufgesetzt, den Leute an eben öffentliche Stellen schicken können. Da sind so ein paar Argumente aufgeführt, da sind ein paar kritische Nachfragen aufgeführt. Das könnt ihr quasi nehmen, könnt ihr verarbeiten, könnt ihr selbst an Bürgermeisterinnen, an Gemeinderäte schicken und einfach mal nachfragen, wie es denn um freie Software bestellt ist. Oft ist auch schon allein die Frage so, wie viel Geld wurden denn für Lizenzen ausgegeben in der letzten Legislatur, im letzten Jahr? Und allein das sind schon Beträge, wo, glaube ich, auch politische Entscheider doch vielleicht mal ins Grübeln kommen, wo man doch mal vielleicht sich überlegen kann, in welche Abhängigkeit haben wir uns hier eigentlich begeben. Und ich glaube, gerade dieses Thema Abhängigkeit, Souveränität, das ist ganz stark, gerade wenn man mit, auch wenn man mit Konservativen redet. Also wir haben das jetzt gesehen in Deutschland, die CDU, größte konservative Partei in Europa, fordert jetzt plötzlich auf ihrem Parteitag freie Software. Mehr oder weniger Public Money, Public Code. Ja, Bundeskanzlerin Merkel steht im Parlament und schwadroniert über freie Software. Großartig, ja, das haben wir uns nicht träumen lassen. Ja. Das ist bei solchen, bei Konservativen, die so ein bisschen ferner waren, dass die jetzt auch davon überzeugt sind. Und das sind Argumente, die man vorbringen kann und was quasi jede politische Seite überzeugt und egal in welchem Spektrum, egal ob wir von Leuten in der EU-Kommission reden oder von Gemeinderäten irgendwo ganz lokal. Aber das ist ein super individueller Fall und wenn du sagst, da werden Bestechungsgelder gezahlt, dann muss man das natürlich öffentlich machen, ganz klar, das ist auch ein ganz großer Punkt. Aber ja, es ist kein leichter Kampf, definitiv nicht. Deswegen sind wir leider immer noch nötig. Ja, wir haben leider nur noch Zeit für vielleicht noch eine Frage und sonst müssen wir langsam abschließen. Ja, wir kennen alle das Beispiel Linux als Erfolgsrezept vielleicht aus diesem Gebiet, aber gibt es von Ihnen aus gesehen, was sind die 3 weiteren vielleicht potenziellen Projekte oder erfolgreichsten Projekte, die Sie kennen und von denen Sie sich versprechen, dass sie auch eben relevant werden können in unserer Gesellschaft? Oh, das ist schwer. Ich möchte jetzt keine einzelnen Projekte irgendwie höher heben als andere und nicht hierarchisch. Ich glaube, wenn man es rein in der Kommunikation ist, glaube ich, die meisten Leute werden irgendwie LibreOffice kennen oder OpenOffice für Dokumentbearbeitung. Funktioniert relativ gut, ich habe meine Slides damit gemacht. Ich glaube, da kann man leicht mal eine Schule oder eine Bibliothek davon überzeugen, darauf umzusteigen. Wenn man so ein bisschen weiterdenkt, so Richtung Cloud oder ja, Cloud in Anführungszeichen, sowas wie Nextcloud vielleicht ein gutes Beispiel, die auch sehr viele öffentliche Aufträge gewinnen, weil sie halt diese Souveränität an sich selbst haben, nicht nur, weil sie ein deutscher Anbieter sind oder ein europäischer Anbieter, sondern weil es halt auch einfach freie Software ist und ich die Software in meinem eigenen Rechenzentrum betreiben kann oder einfach auslagern kann. Aber wenn wir quasi von der Masse reden, klar, Linux ist das Betriebssystem, aber alles, was irgendwas mit Virtualisierung zu tun hat, ist freie Software. Ja, wenn wir in den Servermarkt reinschauen, Webserver, Apache oder Nginx, das von der reinen Verbreitung, von der Überzeugung der Qualität sozusagen, ist da schon freie Software längst angekommen. Das heißt, da mal ein bisschen den Blick weiten und vielleicht auch den Leuten erzählen,
dass freie Software in den meisten Bereichen schon in Anführungszeichen gewonnen hat. 100% der Top 500 Computer laufen auf Linux. Ja, das ist schon ein ziemliches Argument. Das ist pure Power. Selbst solche Akteure wie Microsoft sagen heute, sie lieben freie Software. Vor 10 Jahren haben sie noch gesagt, freie Software sei ein Cancer und Krebs und muss man ausrotten. Ich finde, das sagt schon eine ganze Menge aus. Okay, super. Das ist ein tolles Schlusswort. Vielen Dank, Max Mehl. Ich denke, du bist nachher noch da. Kann man dich ansprechen? Genau, wir haben diesen Stand unten in der großen Halle bei der FSFE. Genau, es gab noch ein paar Fragen, also bitte geht auf ihn zu. Sehr gerne. Nochmal ganz herzlichen Applaus für den tollen Talk. Okay.